Hallo erstmal, wie geht es euch denn? So, am 14.11. ist nun mal leider Cobra 11 Allzeit von 96 bis 2019 verändert worden. Auf dem Schiff wurde gewunken, man hat sich nochmal geknuddelt, man hat noch richtig Action gemacht, man hat leider viele verloren. Es sind viele gegangen. Punkt. Es ist traurig, dass das so ist, aber ist halt so. März, April 2020 kommt ja was Neues. Im Ende März erstmal Disney Plus. Wer mag, nimmt es und hat Spaß mit Disney. Und ab April, Mai hat man ja dann wieder Cobra 11. Und wir wissen alle, wenn Semir es schafft, 2021, dann haben wir Cobra 11 25 Jahre. So, 24 Jahre Cobra 11. Semir Gerkan als Polizist, Hartmut Freund in der KTU und drumherum viele Polizisten, Polizistinnen, neue Gestalten, neue Leute, junge Leute, neue Geschichten um die Polizei, Dienststelle, Autobahn. Die sogenannte Autobahnpolizei, die halt ermittelt. Vielleicht gibt es dann auch sicherlich, wenn wir Glück haben, Spaß an der Autobahn. Ne? Keine Ahnung, wer weiß. So. Das ist ein Kurzvideo, weil es ein Abschiedsvideo ist. Cobra 11 verabschiedet sich, alte Form, hier in unserem Club, Cobra 11 Club. Da werden die alle jetzt hingehängt am Wochenende. Ja? Ich nehme jetzt leise Abschied von allen Schauspielern, hänge alle Schauspieler an der Wand, an die Altgardisten, denn wir haben ja ein sogenanntes Filmmuseum, eine Hall of Fame von Künstlern. Ja? Auf der einen Seite haben wir so Hall of Fame von den Star Wars, weil das geht ja auch zu Ende, am 19.12. Ihr merkt schon, der 14.11. geht Cobra 11 zu Ende, am 19.12.2019 geht Star Wars zu Ende und im Jahre 2020, so April, Mai, also von April bis Mai oder von März bis Mai, sagen wir mal von März bis Mai, in diesen drei Monaten, kommt eine Veränderung und ich hoffe eine positive Veränderung. Leider, der junge Mann hinter mir auch, den man da sieht, dem wurde auch arglistig mitgespielt. Von ihm hört man und sieht man leider auch nichts mehr. Er wollte eine riesen Show machen, die Kirschli-Show, wollte da vieles machen, hatte mich dann hier sehr oft angefragt, hatte extra das Studio vorbereitet. Aber dann, wie das so ist, Missgunst und schon war er weg, lebt hier nicht mehr. Keine Ahnung, wo er lebt, ist irgendwo hingezogen, ohne dass einer weiß, wieso, weshalb und warum. Vielleicht meldet er sich irgendwann mal wieder mit seiner Kirschli-Show. Ich drücke ihm die Daumen. Also, das Jahr 2019 nimmt uns das alte Cobra 11, nimmt uns das alte Star Wars und jetzt kommt es auf diesen Ort. Dieser Ort hier wird ein Geisterort zurzeit. Die Postbank schließt, Deichmann schließt, die kleinen Läden haben schon geschlossen, Aldi hat geschlossen, ja, geöffnet sind sehr viele Dönerbuden, sehr viele Buden, wo angeblich Stehkaffee, in diesem Stehkaffee sind aber lauter Autoteile, Auspuff, Reifen etc., keine Ahnung, was das für ein Stehkaffee sein soll, also ihr merkt schon, wir haben hier sehr merkwürdige Läden im Moment, wo keiner reingeht, wie die überleben, weiß keiner. Der eine sagt, da wird Geld gewaschen etc. pp. Also auf Deutsch so eine Art Cobra 11 Geschichte hier direkt vor Ort. Ich werde euch das mal aufzeichnen und werde diese Aufzeichnung euch dann mal zugänglich machen. Dann könnt ihr euch selber ein Bild machen, was ich damit meine. So, wir schreiben das Jahr 2019, was jetzt zu Ende geht. Am 14.11. haben wir uns von Cobra 11 verabschiedet. Wir verabschieden uns am 18.12. von Star Wars. Und am 01.01.2020 ist so mancher Ortsteil leer, weil wir uns dann von Deichmann, Aldi und so weiter verabschiedet haben. Grüße, morgen, hallo. So, da war er ja doch wieder, der Unterbrecher, der Kunde, der meine Videos unterbricht, weil ich versprochen habe, kein Kunde, kein Künstler kommt auf dieses, wenn er es nicht möchte.
So, ich habe sehr viele Künstler, die im Moment schweigen, weil, wie gesagt, ein Umbruch stattgefunden hat. Ich habe viele Künstler, die bei Krass Schule RTL 2 mitmachen. Ich habe viele Künstler hier, die bei Cobra 11 mitgemacht haben, nicht mehr hier wohnen oder halt den letzten Bullen mitgemacht haben als Komparsen etc. und pp. Da waren ja auch viele zu sehen. Ich freue mich also im Jahre 2020 den letzten Bullen dann zu sehen, weil ich gehe kaum ins Kino. Ich gehe nur einmal im, also ich gehe wirklich einmal ins Kino. Das ist bei Star Wars. Irgendwie den Flair einfangen und zu sehen, wie es ist, ob der Flair noch da ist, ob es sich lohnt oder man doch auch dort Abschied nehmen sollte. Also ich nehme keinen Abschied von Cobra 11. Ich trage weiterhin Cobra 11 und ich werde weiterhin zuhören und ich werde weiterhin zuschauen und ich freue mich, mit Neil zu sprechen, habe ich nämlich gerade. Der hatte mich wieder auf einen Weihnachtsmarkt aufmerksam gemacht in Köln. Hat auch gegrüßt. Super Wetter in Köln, super kalt. Da habe ich zurückgeschrieben. Super Grüße aus der Stadt Essen, genauso kalt mit Rufzeichen. Es gibt Schnee angeblich und Glatteis. Wann das passiert, weiß ich nicht. Wir haben jetzt die Mittagszeit und ist kühl, 5 Grad, kann man aushalten. Ja, ist halt so. So, um spannende Videoclips zu machen, wo auch jeder Lust hat zu gucken, muss ich mir halt auch noch ausdenken. Ich muss mir viel ausdenken im Jahre 2020. Also wie gesagt, erstmal betreue ich erstmal alle Schauspieler hier, den Praschant, den Detlef Scholzen, den Detlef Schulz, Zahnarzt mit seiner Mission, Mut zur Lücke, dann den Praschant, wie gesagt, ja, sind einige und dann, wie gesagt, Star Wars, vielleicht mache ich weiter da ein bisschen. Und dann natürlich Cobra 11, ja. Wir sind eine Riesenfamilie mit vielen Sachen und ich bin halt der Admin, weil ich ja hier täglich Zeit dazu habe, einzugreifen, zu kopieren, zu herzustellen und so weiter. Aber es gibt ja leider auch so Vögel da mit super grottenschlechten Filmen, die einem dann so einen Videoclip vermiesen, weil ich ja dann irgendwann in der Hand hatte. Ist aber mein privates Eigentum, ne? Ja, hier zum Beispiel. Jetzt müsste der Hersteller dessen hier, ne? Natürlich hat er es hergestellt, aber ich habe es bei Woolworths für 1 € gekauft. See you later. Ja. So, oder hier den Drucker hier über Weihnachten, den habe ich aber hergestellt, was kann er denn da? Natürlich halt, das ist doch mein Privat. Das ist mein privates Video, ist mein privates Statement und das Teil hier habe ich geschenkt bekommen. Das muss ich nicht nur einblenden. Also wenn das so weitergehen würde, dann frage ich mich, wenn die anderen von Tube One und die anderen von WebDR, die da so Wahnsinnsvideos machen mit 1,5 Millionen Zuschauern oder Klicks oder was weiß ich, die dürfen alles und wir, die wirklich von der Pike auf das gelernt haben, wir dürfen es nicht, wir dürfen das nicht in die Hand nehmen, wir dürfen dieses nicht in die Hand nehmen. Ja, manchmal schmunzelt YouTube und wenn die mich dann anschreien, hör mal, da ist wieder einer, der behauptet, ne? Willst du oder willst du nicht? Sag ich, mach weg, ey, ich reg mich doch nicht auf. Ich reg mich doch nicht auf. Also wie gesagt, wir haben hier die Hall of Fame. Das ist meine Hall of Fame, da darf jeder rein. Und ist halt so. Ja, und ich bedanke mich noch einmal bei Cobra 11, 96 bis 2019. Ich freue mich auf das neue Cobra 11 ab 2020. Dieser Ort hier stirbt, wie gesagt, ich wiederhole mich noch einmal, Deichmann weg, Postbank weg, Aldi weg, das sind schon mal wichtige. Dann die ganzen kleinen, wirklich wunderbaren Läden weg, Aldi gehört auch dazu, ist auch weg. Ja, ja, die anderen Läden habe ich schon vergessen, so ein Schuhmacher ist weg, denn, ne? Ein Kleistermeister ist weg, Gotha ist weg, ja, also man kann keine Tapeten mehr hier, man kann auch nicht mal eben ganz schnell Farbe kaufen, man muss also ziemlich weit aus diesem Ort heraus, um etwas zu bekommen. Das Rhein-Ruhr-Zentrum an der A40 wird auch erneuert. Da sind auch viel zu viele Läden geschlossen. Man verspricht uns ab 2020 neue Läden, auch so Kreativläden, wo man da irgendwas machen kann. Ich werde berichten, ich werde die Kamera mitnehmen. Also im Jahr 2020 geht nicht nur Cobra 11 andere Wege. Andere Geschäfte, andere Strukturen. Puh.
Keine Ahnung. Ich freue mich nur, wenn Cobra 11 sagt, 25 Jahre im Jahr 2021. Also da mache ich ein Fass auf. Da bin ich 25 Jahre Fan von Cobra 11. Ja, Autobahnpolizei bei RTL und TV Now. Und jetzt im Dezember mache ich ein Privatfass auf wegen Star Wars. Von 1979 bis 2019 gehöre ich da wirklich zu und habe vieles erleben dürfen und so weiter und so fort. Ja, willkommen, recht herzlich, Hallöchen. Schon lange nicht mehr da gewesen. Ja, so tief haben wir auch nicht mehr. So, musste wieder unterbrechen. Meine Lieblingskundin war da, die hatte auch ein eigenes Geschäft. Ihr Mann hat ein eigenes Geschäft und die junge Dame hat beim Finanzamt gearbeitet. Ihr seht schon, ich kann auch mit Finanzamtleuten, die da gearbeitet haben, wie gesagt, lächelnd umgehen. Ich kann mit Finanzbeamten auch gut umgehen, ist halt so, jeder macht seinen Job. So, meine lieben Freunde, jetzt mache ich mal einen auf diesen hier, so eine Art Abwehrhaltung. Ja, wir gehen. Wir gehen alle. Leider, so ist das. So, wie gesagt, Star Wars hiermit verabschiedet im Jahre 2019. Cobra 11 hiermit verabschiedet im Jahre 2019. Wir verabschieden uns auch nach 40 Jahren Firmenjubiläum, 40 Jahre Medien und so weiter und freuen uns, noch ein Jubiläum feiern zu dürfen. Im Jahre 2020 sind wir hier vor Ort 10 Jahre. Wir sind hier vor Ort 10 Jahre mit Medien, mit Studio, mit Aufzeichnung, Überspielungen und Kopien im Netz und so weiter und so fort. So, 10 lange Jahre. Ein zweimal ein Jubiläum, das ist einfach nur schön. Es ist einfach nur schön. Dann ist man selbst auch nochmal rund gelaufen, ist jetzt über 60. Ja, durfte auch nochmal richtig 60 feiern. 60 Jahre Lebenserfahrung, 40 Jahre Berufserfahrung, jetzt 10 Jahre Standorterfahrung hier. Und dann, wie gesagt, ich zeige euch das Video, ich werde eins aufzeichnen, ich werde euch zeigen, was hier nicht mehr ist und was noch geblieben und was mal war. So, wer sich dafür interessiert, kann sich das anschauen. Ich versuche es natürlich reißerisch zu machen, damit ihr Lust habt, es euch anzuschauen. So, da ich aber in dieser Welt schon überall war, wo es schön war, wirklich, ob das im Sauerland, gibt es nämlich auch wunderbare Stellen, ob Dubai ist, ja, okay, ist eine teure Stadt, nichts für mich da. Ich habe wunderschöne Autos, ich habe also Luxus ohne Ende gesehen, was ich mir überhaupt nicht leisten kann, aber egal. Kann mir noch niemals den Wüstensand leisten, so teuer ist der, ja. Egal. So, aber wie gesagt, ich bin einer von euch und ihr seid einer von mir und so ungefähr. Wir sind ein Klumpatsch. Wir lieben auf einer Seite das Gute, die Filme. Wir lieben auf eine Art die guten Serien, ne? Star Wars, Cobra, ihr wisst schon. Und was alles mal war, Orion. Alles war Time Sampler oder, ach, wie die alle mal geheißen haben. Mr. Ed zum Beispiel, damit ihr wisst, die wilden 50er, ich habe alles mal jetzt so genannt, so die wilden 50er, 60er, 80er, 70er, Stahlnetz, Dörbridge, ne? Cobra 11 gehört da jetzt mittlerweile auch zu. Ja, ist halt so. So, meine lieben Freunde, ob ich mich neu erfinde, weiß ich nicht, ich kann es ja wie Dr. Scholz machen, Mut zur Lücke, ich kann auch sagen Mut zur Vergangenheit. Mut zur Zukunft ist Schwachsinn, aber Mut zur Vergangenheit. Schaut euch mal an, wisst ihr noch Dörbridge, wisst ihr noch Cobra 11, wisst ihr noch Stahlnetz, wisst ihr noch Kino, wisst ihr noch, wie es war, bei Karstadt einkaufen gegangen zu sein. In den Kaufhäusern der 50, 60er Jahre mit Lametta und so weiter und so fort, mit fleißigen Menschen, mit vielen Tüten da rausgegangen. Heute hängen wir an der Maus und singen Nikolaus bei Amazon und Co. Der macht halt uns das weihnachtliche Fest froh. Ja, so ungefähr. Ja, meine lieben Freunde, wie gesagt, ich hau jetzt hier Töne rein und Töne raus, ob euch die gefallen oder nicht. Während ich hier spreche, wird drüben mein Kaffee gekocht, was viel, viel wichtiger ist. Während ich hier spreche, liegt schon die Banane bereit, die ich gleich pellen werde und dann futtern und so weiter. Meine lieben Freunde, vergesst einfach nicht zu leben, lebt einfach. Ich habe sehr viele alte, sehr alte Kunden, die natürlich auf Computer kacken, scheißen oder so sprechen die. Sag ich, meine lieben Freunde, der Computer ist nun mal da und ich, hurra, war 6 Jahre alt und wollte ihn haben. Jetzt bin ich über 60 und habe ihn immer noch.
Zum Beispiel. So. Also. Wir alle verabschieden uns. Wir alle begrüßen uns im Jahre 2020. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn ich euch persönlich begrüßen darf. Ich würde mich freuen, wenn wir uns weiterhin elektronisch begrüßen. Heute Morgen hatte ich mit einem Künstler gesprochen. Jetzt kriege ich hier wieder Werbung. Die brauche ich nicht. Ne? Wer ist das hier? Ach so, die Aliens. Da war so. Die Aliens haben uns schon lange gefunden, haben gemerkt, wie blöd wir sind und kommen erst gar nicht. Hat sie recht. Hat sie recht. Ich diskutiere auch nicht über Aliens. Ich diskutiere auch nicht. Ich diskutiere nur hier um mich herum. Meine Stadt stirbt. Oberhausen ist schon gestorben. Gelsenkirchen ist schon gestorben. Jetzt stirbt so langsam die Stadt Essen und vor allen Dingen mein Ort hier. Ein Ort weiter, der nannte sich Borbeck. Dieser Ort Borbeck ist auch schon gestorben. Da ist auch nichts mehr los. So, dieser Ort nennt sich Frohnhausen. Auch da ist nichts mehr los. Ja, ab 2020 schauen wir mal, wenn, wie gesagt, die anderen auch gehen. Die wichtigsten habe ich genannt. Aldi, die Post, Kick, Deichmann. Das sind so die wichtigsten. Gotha. Sind so die wichtigsten, vor allen Dingen Aldi war wichtig, weil die Menschen dann wirklich hier hingedackelt sind, hier an meinem Geschäft vorbei und vom Geschäft aus kamen die dann hier rein. Hier war richtig was los, hier war richtig was voll und jetzt ist gar nichts mehr los, weil nur noch leere Geschäfte, wer hat denn da noch Interesse? Hier kommt nur jemand hin, der unbedingt einen Film braucht, der unbedingt eine Copy braucht, der unbedingt eine Überspielung braucht, unbedingt oder unbedingt Bilder braucht, die kommen natürlich hier hin. So. Natürlich könnte ich mich jetzt auch neu erfinden, dieses Geschäft nehmen und auch ins Rhein-Ruhr-Zentrum gehen und dann da alles anbieten. Aber welcher Laufkunde? Okay, dann würden dann die etwas betuchten Leute kommen, weil die ja ein Fahrzeug haben. Hier bin ich halt für die armen Kunden, die halt sehr, sehr alt sind, sehr, sehr krank sind und natürlich kein Fahrzeug haben, also nicht so viel Geld haben. So, dafür bin ich dann hier und muss dann gnädig sein, wenn ich meine 20 Cent bekomme. Im Rhein-Ruhr-Zentrum könnte ich ja dann 50 Cent nehmen. Da könnte ich vielleicht ein bisschen reicher werden. Aber ich möchte nicht wissen, wie die Miete oder wie hoch die Miete wäre dort. So einfach ist das alles nicht. Ne? Deswegen, okay, und wenn ich dann noch eine Konkurrenz auch machen würde gegen Pixifoto, ich weiß nicht, ob Pixifoto das dann toll finden würde, wenn ich dann loslegen würde mit meinem Konzept für Künstler. Ne? Ihr wisst ja hier, Künstler helfen Künstler. Das ist ja hier, hier kommen viele Künstler und ich helfe auch vielen Künstlern und alles. Ja, Künstler helfen mir natürlich nicht, weil wenn ein Künstler Hilfe braucht, kann er selber keine Hilfe geben. Das ist der Nachteil. Also ich persönlich bekomme keine Hilfe, ich bekomme keine Unterstützung und das ist halt so. Ist aber nicht schlimm, ihr merkt es. Ihr merkt es, dass ich das nicht als schlimm empfinde. Ich fühle mich wohl mit Erdogans T-Shirt, muckelt warm. Und dann den Sweater darüber, ach herrlich. Oder Hoodie, keine Ahnung, wie er den nennt, ist mir auch egal. So, ich arbeite hier, ich sehe jetzt gerade wieder den 31.01.1993. Den 31.01.1993 mache ich gerade hier wieder fertig. Ihr wisst ja, ist ja wieder Silvester gewesen. Und die haben da ihre Lampen an, pusten die gerade aus, also Kerzen. Ja, ihr wisst Bescheid, also. Ich arbeite hier mit sehr, sehr viel Vergangenheit. Ich überarbeite die Vergangenheit, mach die wieder schön, schneide die auch und die Kunden setzen das dann bei sich um. Ich habe ja einige vom BDFA, Bund Deutscher Filmautoren, die dann die Sachen hier fertig machen oder ich für die fertig mache und die dann, die das zeigen. Wisst ihr Bescheid. So, ich bin nun mal fernelektronisch verbunden. Ich habe jetzt wieder eine Nachricht bekommen und ich werde mich dieser Nachricht jetzt widmen. Na, und ich werde mich jetzt dem Kaffee widmen und meiner Banane. Wisst ihr Bescheid? So ist er nun mal. Cobra macht's gut. Schauspieler macht's gut. Macht's alle gut. Ich hoffe, euch geht's im Jahre 2020 gut. Ich hoffe, man erlebt euch irgendwo. Ja? Daniel Rösner ist ja beim ARD. Die andere junge Dame ist auch beim ARD momentan. Drehen da tolle Filme. ARD schaue ich nicht. Ich habe gestern auch eine Retorte geguckt. Heute Abend weiß ich nicht, ob ich da alles anmachen sollte, um mir das anzuschauen. Ich liebe Serien. Hubert ohne Staller, Hubert mit Staller. Ich mag das. Ja?
Im Moment gefällt mir das auch alles. Er hat gestern sehr stark geweint, weil ich die alte erste Folge am 6.11. gesehen, weil er da 35 Jahre Dienstjubiläum. Ich meine, wenn man da so gefeiert wird, wenn es auch spaßig ist, was die da feiern. Ihr wisst ja, ist in der Klamotte, Hubert Ohne oder Mietstaller, dann ist ein Klamettkind. Aber man sah, dass er alt wurde, dass er alt ist, dass die anderen auch alt wurden und auch alt sind. Und er hat also wirklich auch gut gespielt. Er hat also wirklich, man sah die Anspannung, er sah auch das Weinen. Keine Ahnung, wie sie es hinbekommen haben. Weil Schauspieler müssen ja an irgendwas denken. Das ist mir gestern Abend auch passiert. Da kam plötzlich irgendwie, und dann habe ich auch an Cobra 11 gedacht. Auf einmal fing ich an zu weinen. Ich sage, Wahnsinn. Ja, wir sind Schauspieler, wir müssen auf Knopfdruck weinen. Da müssen wir uns wirklich etwas vorstellen. Ja. Und auf einmal, schon alleine der Gedanke, Cobra 11 ist nicht mehr, war schon Wehmut. Weil auch nur, wenn man nur ein Fan ist, von 96 bis jetzt, versteht ihr, die ganzen Schauspieler, die sieht man und hat man gesehen. Und jetzt im Kino, ja, der letzte Bulle, da, ach wie, und dann war er plötzlich wieder da, der andere, der dreht auch gerade wieder einen Film. Also ist schon eine tolle Emotionssache hin und wieder. Gehen, kommen, gehen, kommen, kommen, gehen. Und richtig gehen und nicht mehr wiederkommen, das kommt leider auch. So, das war mein Video über Cobra 11, über das Sterben meiner kleinen Stadt hier, meinen kleinen Ort hier, Weihnachten, weinen in der Nacht, ihr feiert, keine Ahnung wie ihr feiert, ich werde mich leise zurückziehen, vielleicht werde ich wunderschöne Videos machen, weil ich habe ja dann Zeit dafür. Ich werde mit der Kamera, mit einer Spezialkamera, werde ich hier vor Ort filmen. Weil es ist eine Steady und da kann man richtig wackeln. Ihr habt immer ein tolles Bild, das ist für mich wichtig. Und dann werde ich euch die tote Stadt zeigen und ihr könnt dann drüber sinnen und dann könnt ihr mir eure Stadt zeigen. Und dann könnt ihr mir vielleicht auch mal Orte zeigen, wo richtig was noch los wäre. Also im Sauerland zum Beispiel sind sehr viele Orte schon sehr tot, da spricht kein Mensch mehr drüber. Gelsenkirchen, Oberhausen, jetzt hier Frohnhausen, Borbeck, ja, ist bald weg. Und Altendorf, naja. Klein Istanbul.